Gott ist gut, Gott ist gut, kann alles tun und alles tun. Er hat Mann, er hat Mann, er ist gut, Gott ist gut, Gott ist gut, alles tun, alles tun. Er hat Macht, er hat Macht, er ist gut, Gott ist treu, ein guter Freund. Gott macht Spaß, ihm ist ein Freund. Guten Morgen, Edem. Hey! Edem, hast du verschlafen? Ja. Sieht man das? Ja, sieht man. Das trägst du in Ender. Das ist mein Schlafanzug. Edem, wir sind schon live. Nein, Lynn, das kann doch nicht sein. Auf meiner Uhr ist es nämlich 10.55 Uhr. Und siehste, guck mal, siehste, die Zeiger, die bewegen sich nicht. Schon seit gestern nicht. Und deswegen, ich könnte sogar noch 5 Minuten weitermachen, 10 Minuten, und es wäre immer noch 10.55 Uhr. Und ganz ehrlich, wenn die Kinder schon hier wären, ja, wenn wir schon live wären, wir würden die Kinder doch schon längst hören, die uns jeden Sonntag zuschauen. Edem, die Kinder schauen uns schon zu. Ach. Edem, deine Uhr ist kaputt. Wir sind live, glaub mir doch. Nee, guck. Die geht. Einwandfrei. Nein, sind wir nicht. Doch, Edem. Nein. Doch. Nein. Liebe Technik, sind wir schon live? Edem, ihr seid schon lange live. Siehst du? Oh, herzlich willkommen, liebe Kinder, zur Online-Kinderkirche. Yes! Guten Morgen, liebe Entdecker, guten Morgen, liebe Forscher und guten Morgen, liebe Abenteurer und alle neuen Kinder, die uns zuschauen. Edem, weißt du, was für ein schöner, besonderer Tag heute ist? Ja, du hast recht. Heute ist, muss ich überlegen, heute läuft im Fernsehen Biene Maja. Ja! Darauf habe ich mich schon so lange gefreut. Ja, vielleicht, aber das meine ich gar nicht. Heute ist Jesus auferstanden. Heute ist Ostersonntag. Okay, aber ich dachte, Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Und am dritten Tag ist er auferstanden. Für dich und für mich. Denn Jesus möchte dein Freund sein. Okay, verstehe. Du hast recht. Aber ich frage mich, wenn Jesus auferstanden ist, was machen wir hier? Wir haben Kinderkirche online. Ach so, okay. Oder wie meinst du das? Du hast recht, ja, Jesus ist auferstanden. Ja, wir feiern das heute. Okay, aber Lynn, irgendwie, ich mache mir die ganze Zeit Gedanken, ja, weil ich glaube, dieses Ostern wird ein wenig anders, oder? Weißt du, wegen Corona, Corona ist doch immer noch in Deutschland, er macht immer noch Urlaub. Corona kann zwar unser Alltag durcheinander bringen, aber nicht unsere Freude wegnehmen. Denn Gott ist größer als Corona. Du hast recht. Danke. Und Lynn, es tut mir leid. Du hattest recht gehabt. Wir waren schon online. Kein Problem, ich verzeih dir. Edem, hast du Lust, Spiele zu spielen? Ja, ich bin bereit. Okay, ich erkläre es den Kindern und den Zuschauern und du kannst gerne schon alles vorbereiten. Also, und zwar haben wir heute ein neues Spiel für euch mitgebracht, und zwar ein Osterquiz. Und heute wird es so sein, dass Jonas und Edem gegeneinander spielen und ich lese die Fragen vor. Ihr könnt zu Hause natürlich auch mitraten und anfeuern. Also, damit es noch spannender wird, sollen sie, bevor sie die Frage beantworten, erstmal einen Schokokuss aufessen, damit sie ein bisschen Zeit haben nachzudenken. Schauen wir mal, wie es läuft. Ich bin bereit, auf jeden Fall. Na Jonas, du auch? Ich bin auch bereit. Okay, dann zur ersten Frage. Ich habe hier meine schönen... Hier, meine Fragen dabei. Die erste Frage lautet, was wird an Ostern gefeiert? Ich gebe euch Antwortmöglichkeiten. Noch nicht, noch nicht. Nicht schlimm, nicht schlimm. A, Abendmahl. B, Auferstehung von Jesus. C, Geburt von Jesus. Los geht's. Kauen, kauen. Es ist F. F. F? Edem, es gibt kein F. Oh. B, B, B. B? B. Es ist B. Deine finale Antwort? B. Auch deine finale Antwort? Mhm. F. F. Mhm. Ganz sicher. B ist richtig. Es ist die Auferstehung von Jesus.
Sehr schön. Seid ihr bereit für die zweite Frage? Mhm, erstmal los, bitte essen, ja? Danke. Gut. Warum musste Jesus sterben? A. Weil er ein Verbrecher war. B. Wegen unserer Schuld. C. Weil er krank war. Los geht's. Könnt ihr noch? B. Wegen unserer Schuld. Na, C. Das ist definitiv C. Ehrlich aufgegessen. Hallo, aufessen. Sag mal. Das ist sowas von C gewesen. Okay, ich löse mal auf. Kinder, ich hoffe, ihr ratet auch mit. Also, ja, es ist B. Wegen unserer Schuld. Mhm. Eder. Ja! Sehr schön. Also, die dritte Frage. Kannst du alles aufholen, Jonas? Als er am Ostermorgen zwei Frauen, tut mir leid nochmal, als am Ostermorgen zwei Frauen zu Jesus ans Grab kamen, A, warteten viele Menschen davor, B, war es leer, C, konnten sie es nicht öffnen. Los geht's. Es ist... Herr Schummel! Du hast doch nicht Schummel. Ja, der ist doch weg. Okay, du hast recht. Es ist B. Ich bin auch für B. B, weil es leer war? Du kannst mir nicht immer nachmachen. Stimmt. B bin ich. Ja, B ist richtig, weil es leer war. So, die letzten zwei Fragen. Okay. Ich hoffe, ihr seid noch dabei. Sehr schön. Also, wie vielen Menschen ist Jesus nach seiner Auferstehung begegnet? A. Niemanden mehr. Ich lese die Antwort noch vor. Aha, aber. B. Nur seinen 12 Jüngern. Oder C. Mehr als 500 Menschen. Mehr als? Boah, was ist das eigentlich? Schokokiste. Boah. Mehr als 500! Jesus war berühmt, ich sage auch mehr als 500 Leute, definitiv. C, Antwort C. Ihr habt beide recht. Sehr, sehr schön. Kids, möchte jemand von euch noch den letzten haben? Beinwerfen. Die letzte Frage. Vielleicht wird die ein bisschen schwieriger. Schauen wir mal. Also, kannst du noch mehr? Ich kann nicht mehr. Letzte Frage. Ostern ist immer A. in April und Mai. B. März und April. Oder C. Februar, März. Los geht's. Also wir haben jetzt gerade April und wir haben Ostern. Das heißt, es ist offensichtlich Dezember, oder? Dezember. Da schneit es. Stimmt, Dezember? Du hast ja. Aber das ist doch Weihnachten. Ach so, hast du mich gefragt, Weihnachten? Ich habe Ostern gesagt. Ostern, ja. Ja, das ist doch klar. Keine Ahnung. Ich sag Antwortmöglichkeit B ist es. B, März, April? Mhm. Und, bleibst du bei Dezember? B. Ich sag B. B ist doch, ja. B. März, April ist richtig. Das habt ihr richtig gut gemacht. Boah. Ich hoffe, ihr zu Hause habt auch richtig schön mitgeraten. Und jetzt haben wir ein weiteres Spiel für euch. Und das ist die Challenge. Dazu wird Jonas mehr sagen. Ja, genau. Ich habe mich nochmal versucht, ein bisschen von den Schokoküssen hier im Gesicht zu befreien. Danke, Edem. Und jetzt kommen wir zur Challenge. Wer kann sich noch erinnern, welche Challenge wir letzte Woche gemacht haben? Na? Richtig, Klopapier-Turmbau. Und dazu, als Rückblick, haben wir euch ein paar Bilder mitgebracht. Und wir fangen an mit Max und Noah mit 15 Rollen Klopapier. Dann kommt Johannes mit 16 Rollen Klopapier. Deborah und Merle haben schon mehr Klopapierrollen gehabt als Edem und ich mit 21 Rollen. Wo habt ihr das ganze Klopapier her? So. Dann haben wir Deborah und Merle. Dann haben wir Sina mit 25 Rollen, Finja mit 35 Rollen. Und jetzt kommen wir zum Gewinner. Und damit wissen wir auch, wer das ganze Klopapier gehamstert hat. Adam und Anna mit 39 Klopapierrollen. Herzlichen Glückwunsch. Auch ihr kriegt in der nächsten Woche ein Geschenk von uns zugeschickt, ja?
Und da ihr jetzt ja alle so viel Klopapier zu Hause habt, dachten wir, könnt ihr es auch direkt nutzen. Und zwar für die nächste Challenge. Und für die nächste Challenge brauche ich einmal meine Helfer auf die Bühne. Wir spielen wieder Jungs gegen Mädchen. Wir brauchen noch einmal das Klopapier. Und Ziel des Spiels ist es, eine Klopapierrolle komplett mit einer Person zu entwickeln. Von unten nach oben als Mumie, ja? Und da müsst ihr die Zeit stoppen und wer es am schnellsten schafft, hat gewonnen. Jungs, seid ihr bereit? Yes! Mädchen, seid ihr bereit? Sehr gut. Dann 3, 2, 1 und los! Edem, 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 Edem. Die Jungs liegen vorne. Die Mädchen auch. Ganz stark von den Jungs gemacht. Und Edem wickelt. Edem, komm, wie im Training besprochen. Das sieht doch gut aus. Die Mädels liegen auch ganz gut vorne. Was wir den Mädels nicht gesagt haben, die Jungs haben nur die Hälfte der Klopapierrolle bekommen. Aber die Mädels sagen, sie gewinnen trotzdem. Okay, Jungs, feuert nochmal richtig an. Nochmal, lasst uns nochmal hören. Edem, Edem. Mädels, ja auch nochmal. Lasst die Mädels nochmal anfeuern. Los. Sarah, Sarah. Edem, Edem. Sarah, Sarah. Edem, Edem. Fast geschafft. Edem kann schon fast nicht mehr, das ist die Chance für die Mädels. Mädels, könnt ihr noch? Seid ihr noch da? Edem, komm, letzten paar Sekunden. Wir Jungs haben die letzten Male immer verloren und einmal Gleichstand. Komm, Edem, tu mir den Gefallen. Ah. Stopp, stopp, stopp. Damit haben die Mädels gewonnen. Kids, und jetzt seid ihr an der Reihe, ja? Ihr habt Zeit, bis zum nächsten Donnerstag uns eure Fotos zu schicken, wie ihr eingewickelt seid, mit der Zeit, wie lange ihr gebraucht habt. Und die Siegerzeit wird natürlich auch wieder genannt. Und ihr könnt die Fotos an kinderkirche@elimkirche.de schicken. So, und jetzt kommen wir zur Predigt. Hey Kinder, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wisst ihr, was ich richtig gerne mag? Ich mag richtig gerne Filme gucken. Wer noch von euch? Ah ja, da sind einige, die gerne Filme gucken. Und meine Lieblingsfilme sind die mit einem Happy End. Wisst ihr, was ein Happy End ist? Ein Film mit einem schönen Ende, wo alle glücklich und zufrieden sind, kein Streit und alles ist schön. Das sind meine absoluten Lieblingsfilme. Aber erinnert ihr euch noch an letzte Woche, die Geschichte mit Edem und Lynn? Ich nehme euch nochmal mit rein. Edem hat ein super cooles Flugzeug aus Duplo gebaut. Er war richtig stolz. Und dann wollte er es seiner Mama zeigen und ist aus dem Zimmer gelaufen. Und Lynn hat mit im Zimmer gespielt. Als sie das Flugzeug gesehen hat, wollte sie auch mal damit spielen. Und dann hat sie es genommen und versucht, in die Luft zu schmeißen. Und dann ist es auf den Boden gefallen und in 1000 Stücke zerbrochen. Und in dem Moment kam Edem ins Zimmer. Er war richtig sauer. So sauer, dass sie sich angefangen haben zu streiten. Die haben sogar angefangen, sich zu schlagen. Und dann kam der Papa und hat beide ins Zimmer geschickt. Und das war das Ende der Geschichte. Aber ich habe doch gesagt, ich mag Geschichten mit einem coolen Ende. Aber dieses Ende ist echt nicht so cool. Wissen Edem und Lynn gar nicht, wenn wir böse sind und wenn wir uns beleidigen und uns streiten, dass wir uns von Gott entfernen? Gott mag es, wenn wir gerne miteinander spielen, wenn wir Spaß haben, wenn wir uns lieb haben. Aber wenn wir böse sind, dann drehen wir den Rücken zu Gott. Ich
habe euch mal ein Bild mitgebracht. Und zwar ist das ein Bild, wo eine Lücke zwischen uns und Gott ist. Und wir wollen auf die andere Seite zu Gott kommen und ein Leben mit ihm leben. Aber wie kommen wir denn darüber? Gibt es da irgendeine Antwort, wie wir es schaffen, über diese große Schlucht zu springen? Also ich würde gerne ein Leben mit Gott leben. Wie funktioniert das denn? Vielleicht, ich glaube, ich habe da eine richtig gute Idee. Wartet mal kurz, ich baue uns schnell etwas. Tada! Eine Zeitmaschine! Ich glaube, wir können einfach zu der Zeit zurückreisen, als Lynn und Adam sich angefangen haben zu streiten. Ich werde einfach dort zurückreisen und ich werde Lynn warnen, dass sie das Flugzeug nicht werfen soll, weil das dann kaputt gehen wird. Und dann wird Lynn ganz vorsichtig damit umgehen. Adam kommt zurück ins Zimmer, wird das seiner Mama zeigen und die werden zusammen spielen. Wollen wir das versuchen, mit meiner Zeitmaschine zurückzureisen? Okay, ich setze mal meinen Helm auf. Ist ganz wichtig, vorsichtig zu sein. Ich weiß ja gar nicht, was passiert. Und ich hoffe, wir reisen auch zu der richtigen Zeit zurück. Ich stelle einmal ein zu dem Zeitpunkt mit Lynn und Adam. Und jetzt müssen wir alle zählen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mal gucken, ob wir angekommen sind. Ich hoffe, dass wir zur richtigen Zeit angekommen sind. Lasst uns doch einfach mal in Adam und Lynns Zimmer schauen. Aua, das tat weh. Ja, hast du davon? Wie konntest du nur mein Flugzeug kaputt machen? Ich habe mir so viel Mühe gegeben und so viel Zeit investiert. Ich hasse dich. Ich hasse dich mehr als alles andere. Oh Mann, es hat nicht geklappt. Diese blöde Zeitmaschine. Oh, das wäre doch so cool, wenn man so eine Zeitmaschine hätte und wenn man etwas Böses gemacht hat, dass man einfach wieder zurückreisen kann. Aber irgendwie funktioniert das nicht. Vielleicht ist das gar nicht die Antwort. Aber was ist die Antwort für einen Neustart? Und wisst ihr, was noch traurig ist? Ich habe ja gesagt, ich liebe Filme mit einem schönen Ende. Aber Freitag haben wir Karfreitag gehabt. Wisst ihr, was das bedeutet? Jesus ist gestorben. Noch eine Geschichte ohne Happy End. Jesus ist tot. Ist das nicht traurig? Was sagt ihr? Die Geschichte geht noch weiter? Das wusste ich gar nicht. Und das ist der Grund, warum wir Ostern feiern. Jesus wird auferstehen. Lasst uns doch mal die Geschichte anschauen. Ich mag Filme. Ich habe meinen Popcorn dabei. Setz mich hin. Und würde mal sagen, lass uns doch mal die Geschichte anschauen. Film ab! Am Anfang erschuf Gott die ganze Welt. Gott schuf die Menschen in seinem Ebenbild. Doch dann drehten wir uns weg von Gott. Sünde kam in die Welt, wie dunkle Flecken. Doch Gott liebte uns so sehr, dass er einen Plan entwickelte, wie er uns retten kann. Als genau die richtige Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn Jesus auf diese Erde als Mensch. Jesus heilte Herzen, veränderte Gedanken und heilte Körper. Tausende von Menschen kamen, um Jesus zuzuhören. Doch Jesus war nicht gekommen, um noch mehr neue Regeln aufzustellen. Jesus drehte alles auf den Kopf. Er sagte, das Wichtigste ist, dass wir Gott und andere Menschen lieben.
Nachdem Jesus 3 Jahre herumgereist war und von Gott erzählt hatte, kamen Jesus und seine Jünger nach Jerusalem, um das Passafest zu feiern. Große Menschenmengen begrüßten Jesus und jubelten ihm zu. Doch während die Menschenmengen ihm zujubelten, planten die religiösen Leiter, ihn zu töten, denn ihnen gefiel gar nicht, was Jesus machte. Sie wollten, dass er verschwindet. Als Jesus das Passafest mit seinen Jüngern feierte, erzählte er ihnen, dass er sie verlassen wird, doch dass er auch wieder zurückkommen wird. Aber seine Jünger verstanden nicht, was er meinte. In der Nacht darauf führte Judas, einer der Jünger von Jesus, Soldaten zu Jesus, damit sie ihn festnehmen. Die religiösen Leiter brachten Jesus vor ein Gericht und dann brachten sie ihn zu Pilatus, dem römischen Statthalter. Pilatus hätte die Macht gehabt, Jesus zu töten, doch er fand, dass Jesus keine Schuld begangen hat. Pilatus wollte Jesus freilassen, doch da schrie eine Menschenmenge, dass Jesus getötet werden soll. Pilatus gab nach und übergab Jesus an die römischen Soldaten. Die Soldaten zwangen Jesus dazu, die schweren Holzbalken seines eigenen Kreuzes zu tragen. Auf einem Hügel namens Golgatha nagelten die Soldaten Jesus an seinen Händen und Füßen an das harte Holz. Die Soldaten und Menschen, die beim Kreuz vorbeikamen, lachten und machten sich über Jesus lustig. Doch Jesus bat Gott vom Kreuz aus darum, dass er ihn vergibt. Dann schrie Jesus: "Es ist vollbracht!" Und dann starb er. Die Erde bebte, der Himmel wurde dunkel. Da erkannten selbst die Soldaten, dass Jesus tatsächlich Gottes Sohn war. Später kam einer von Jesus' Jüngern, nahm Jesus' Körper und legte ihn in eine Grabhöhle. Er rollte einen großen Stein vor den Eingang. Jesus' Freunde waren am Boden zerstört. Sie hatten geglaubt, dass Jesus der versprochene Retter ist. Doch jetzt war er nicht mehr da. Sie wussten nicht mehr, was sie tun sollten. Aus Angst versteckten sie sich, 3 Tage lang. Dann, am Sonntagmorgen, kam Maria Magdalena, eine enge Freundin von Jesus, zum Grab. Sie wollte Jesus' Körper mit einem besonderen Öl salben. Doch als sie das Grab sah, sah sie, dass der Stein weggerollt war. Das Grab war leer. Maria drehte sich um und sah plötzlich einen Mann hinter sich stehen. Sie hatte ihn gar nicht bemerkt. Der Mann sagte zu ihr: "Maria." Da verstand Maria, es war Jesus, er lebte. Jesus sagte zu ihr: "Halte mich nicht fest, ich bin noch nicht zu meinem Vater im Himmel zurückgekehrt. Geh stattdessen zu denen, die an mich glauben, und erzähle ihnen davon." Jesus, Gottes Sohn, wurde Mensch. Er gab sein Leben für uns hin. Durch Gottes Kraft besiegte er den Tod für jeden von uns. Durch Jesus wurde unsere Sünde weggewaschen. Jesus versprach, dass er eines Tages zurückkommen wird, damit wir für immer mit ihm zusammen leben können. Ah, das ist das Ende dieser Geschichte. Jesus ist gar nicht tot geblieben. Wow, was für eine schöne Geschichte. Mit einem Happy End. Das heißt, Jesus ist die Antwort darauf. Ich habe euch nochmal das Bild mitgebracht. Wir waren getrennt von Gott, aber durch das Kreuz, weil Jesus für uns gestorben ist, hat er den Weg zu Gott freigemacht, dass wir in Beziehung mit ihm leben dürfen. Wir dürfen für unsere Taten Entschuldigung sagen und Jesus vergibt uns. Vergebung, das ist die Antwort darauf. Wisst ihr, wir haben letzte Woche von Tim gehört, dass wir manchmal auch Entschuldigung sagen müssen. Aber ich finde es manchmal schwerer, dem anderen zu vergeben, die Entschuldigung anzunehmen. Manchmal streite ich mich mit meiner Schwester. Und wenn sie etwas Böses gesagt hat und sich dann entschuldigt, fällt es mir manchmal echt schwer, diese Entschuldigung anzunehmen. Und manchmal sage ich sogar, ich nehme die Entschuldigung an, aber ich habe das nicht vergessen, was du getan hast. Ist das richtig vergeben? Ich glaube nicht. Wir dürfen ganz vergeben. Jesus hat so vielen Menschen vergeben. Dann schaffen wir das doch auch, ein paar Menschen zu vergeben, die uns wehtun.
Ich würde mal sagen, wir schauen einfach nochmal in die Zimmer von Edem und Lin und schauen, was Vergebung bewirken kann, ja? Weißt du, Lin, ich habe nochmal nachgedacht und ich glaube, ich habe echt Blödsinn gemacht. Du wolltest mein Flugzeug ja gar nicht kaputt machen und deswegen, es tut mir leid, dass ich dich blöd behandelt habe. Weißt du was, Edem? Ich hätte auch nicht einfach dein Flugzeug so anfassen sollen. Ich hätte dich vorher fragen sollen. Es tut mir ebenfalls leid. Ich verzeihe dir. Ich hoffe, du verzeihst mir auch. Du bist meine Lieblingsschwester. Und du mein einziger Bruder. Wow, Vergebung ist die Antwort. Wir dürfen Entschuldigung sagen, aber wir dürfen auch dem anderen vergeben. Und dann kann es einen Neustart geben. So wie Jesus uns einen Neustart gegeben hat mit Gott, dürfen wir den anderen auch einen Neustart geben. Lasst uns gemeinsam nochmal beten, ja? Jesus, ich danke dir, dass du für jeden Einzelnen von uns am Kreuz gestorben bist. Danke, dass du uns vergibst für alle Taten, die wir tun, wenn wir manchmal böse sind oder was Doofes zu anderen sagen. Helf uns doch, dass wir auch den anderen vergeben können, dass wir Menschen auch einen Neustart geben können. Amen. Ich würde dann sagen, eine Zeitmaschine brauchen wir nicht mehr. Stark. Danke, Julia, für diese Geschichte. Und jetzt würde ich sagen, alle aufstehen, denn wir sind bereit, um Gott zu loben und ihn zu preisen. Lass uns starten. Und liebe Kinder, ich will euch alle sehen, alle am Feiern. Deswegen Hände hoch und klatschen die Hände. Let's go. Ich höre euch nicht, ein bisschen lauter. Come on. Oh, oh, oh. Singt gemeinsam. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Und wir zählen hoch, come on. 1, 2, 3, 4 und jump, jump, come on. Spring, spring, spring. Hey, hey, hey. So ist gut. Dein Plan für mich, dein Plan für mich ist gut für alle Zeit. Für alle Zeit, für alle Zeit. Dein Versprechen geht in Ewigkeit, in Ewigkeit. In Ewigkeit, dass du bei mir bist, egal was ist, du zu mir stehst, mit mir vorwärts gehst, was du in mir beginnst, zu Ende bringst, dass deine Liebe hält, wenn alles fällt und du bist gut, du bist gut, du bist gut, deine Liebe hat kein Ende, 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 hey. Du bist gut, du bist gut, du bist gut, du lässt mich nie allein. Komm, Kinder! Du bist gut, du bist gut, du bist gut. Deine Liebe hat kein Ende, Ende, Ende. Hey! Du bist gut, du bist gut, du bist gut. Du lässt mich nie allein. Und let's go! Klatsch in die Hände! Oh, 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 oh. Zwei, drei, vier, komm, spring, komm, jump, jump, hey. Jump, 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 jump. Sing gemeinsam. Dein Plan für mich ist gut für alle Zeit, für alle Zeit, für alle Zeit. Dein Versprechen geht in Ewigkeit, in Ewigkeit, in Ewigkeit. Und nochmal, dein Plan für mich ist gut für alle Zeit, für alle Zeit, für alle Zeit. Dein Versprechen geht in Ewigkeit, in Ewigkeit, in Ewigkeit. Dass du bei mir bist, es bei dir,
egal was auch passieren mag. Mit mir vorwärts gehst, was du in mir beginnst, zu Ende bringst, dass deine Liebe hält, wenn alles und alle hoch! Du bist gut, du bist gut, deine Liebe hat kein Ende, Ende, Ende. Du bist gut, du bist gut, du bist gut, du lässt mich nie allein. Du bist gut, du bist gut, du bist gut, deine Liebe hat kein Ende, Ende, Ende. Du bist gut, du bist gut, du bist gut, du lässt mich nie allein. Okay, sing es ihm zu. Du bist gut, du bist komm aus ganz tiefem Herzen. Ende, Ende, Ende. Danke, Jesus. Du bist gut, du bist gut, du bist gut, du lässt mich nie allein. Du bist gut, du bist gut, du bist gut, deine Liebe hat kein Ende, Ende, Ende. Du bist gut, du bist gut, du bist gut, du lässt mich nie allein. Du lässt mich nie allein. Amen.